bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Ja, schreiben kann mir an und für sich ganz Österreich. Es finden tausend junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe. Vielleicht auch in dich. Ich bin verliebt in die Liebe. Sie ist ole, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe. Und vielleicht auch in dich. Grüß euch, ich bin der Gerhard aus dem Bezirk Lierzen, Steiermark, und suche eine tolle Frau. Was sind Sie denn für ein Mensch, Gerhard? Ja, offen bin ich auf alle Fälle, bald offen. Dann bin ich mehr auf der lustigen Seite, also Gaudi, wo unterwegs sein und der Leih sein, der Schmäh muss rennen. Was machen Sie denn gern? Ja, Skifahren eigentlich, Wintersport taugt mir. Als junger Kerl bin ich sehr gut Skibob gefahren, das hat mir taugt. Wie gut sind Sie da gefahren, Gerhard? Ja, wie gut bin ich gefahren, schnell genug in der Nationalmannschaft, war gut. Ja, auf der ganzen Welt umgekommen. Amerika, überall, Österreich, Europa sowieso. Alles war ganz klasse, das hat mir gedacht. Waren Sie da bei der Damenwelt sehr populär? Ja, eigentlich schon. Überhaupt in meiner Gegend. Alle Leute waren interessiert. Und ja, das haben wir nachgehängt, die Dirndln. Und dann bin ich auch eigentlich, wie sagt man so, zusammengeheiratet worden. Ich habe eine ganz Fesche gefunden, hätte ich mir nie gedacht. Sie war ein Prinzipatotyp. Groß, schlank, schöne Haare. Ich war 20 Jahre, 21 Jahre, da haben wir geheiratet. Ja, ich bin ja in der Weltgeschichte um und um gereist mit dem Sprit. Und sie hat einmal durchgearbeitet, einmal da. Und wenn ich heimgekommen bin, haben wir uns halt wieder gesehen. Und warum ist die Ehe dann auseinandergegangen? Ja, ich habe eine andere kennengelernt. Und meine Frau hat mich eigentlich erwischt dabei. Und da hat sie mich direkt überrascht, da habe ich eine saubere Ohrfeige gekriegt. Ja, und dann war die Ehe vorbei. Dann haben wir uns scheiden lassen. Das war's. Jetzt lachen Sie, Gerhard, aber damals war es wahrscheinlich nicht so lustig, oder? Ja, eigentlich nicht lustig, aber ernst eigentlich auch nicht so. Das, wir waren jung, das waren nach den wilden 68er Jahren auch so. Das war gleich drauf einmal. Und eigentlich waren wir nicht böse, wir sind dann auch in Guten auseinandergegangen und wir haben uns auch später noch und zu getroffen. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Wie ging's denn dann weiter mit den Damen? Ja, ich hab dann die Frau geheiratet, mit der ich da ein Verhältnis gehabt habe. Wir sind aber ins Ausland arbeiten gegangen. Wo sind Sie da hingegangen? Nach Hessen, da in die Nähe von Darmstadt. Wie lange hat diese Ehe gehalten? Na, eigentlich hat die ja 6 Jahre gehalten. Aber leider hat dann meine Frau mit einem anderen Mann ein Verhältnis angefangen, dann habe ich das erlebt. Wie sind Sie da drauf gekommen, dass Ihre Frau einen anderen hatte? Na, eigentlich hat sie mir, ich bin da bei einem Kegelverein auch dabei gewesen und so. Und wenn ich nicht gehen wollte, hat sie mir Geld gegeben, hat sie gesagt, okay, und zahle eine Kiste Bier. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie ist mir das komisch vorgekommen. Dass sie nicht wollte, dass sie zu Hause bleiben? Ja, genau, sie wollte nicht, dass sie daheim bleibt. Und das ist mir dann komisch vorgekommen. Ja, dann läuft die Maschinerie an, dann habe ich so da, wenn ich hingehe. Und dann habe ich aber gewartet, habe ich geschaut, dann ist das Auto von jedem Liebhaber da gestanden. Und dann natürlich habe ich es zur Rede gestellt. Ja, leider. Hi, honey. Weißt du, was mir fehlt? Hi, Honey, weißt du, was mich quält?
Ich denk die ganze Zeit nur noch an Zärtlichkeit. Doch um mich her ist alles so leer. Mein Herz und SOS, komm bitte per Express, denn ich wär gerne bei dir. Ich bin dann zurück nach Österreich und bin da bei der Eisenbahn gelandet. Sie sind Eisenbahner gewesen? Da bin ich dann Eisenbahner geworden und das war ich. Bis zur Pensionierung habe ich gearbeitet als Eisenbahner. Ja, ich habe dann in Österreich mit 29 meine letzte Frau kennengelernt. Ja, das war es dann. Und wir sind die 44 Jahre dann bis zum Sterben beieinander gewesen. Wann ist sie verstorben? Vor 2 Jahren ist sie gestorben. An Krebs. Man kann es nicht ändern, das ist das Leben. Woher weiß man dann wieder, dass man bereit ist für eine neue Frau? Ich möchte wen, mit dem ich ein Mensch, mit dem ich was unternehmen kann. Und wenn ich zum Reden habe und wo ich sage, so, ich bin nicht allein. Darum bin ich jetzt bereit. Somewhere there's someone for me. Though I may be lonely now, I'll see it through somehow. To someone's heart I know I hold the key. Somewhere there's a someone for everyone. Somewhere search my whole life through until I find a love that's true. For I know somewhere there's a someone for me. Wie soll die Frau charakterlich sein? Ui, lustig muss sie sein. Lustig soll sie sein. Sie soll Spaß verstehen, bitte. Und sie soll nicht reinschauen wie 10 Tage Regenwetter oder was. Nein, das mag ich alles nicht. Und sie muss schon auf sich schon etwas halten. Sie soll gepflegt sein, dann ist sie schon attraktiv. Sie soll lustig sein. Ja, und das gefällt mir schon. Also ich möchte schon mit ihr brillieren, wie man so sagt. Ich möchte nicht nur daheim am Tisch hocken, eine Suppe lesen. Nicht? Das möchte ich auch nicht. Weil die Zeit wird eh vielleicht kommen, wo man das nicht mehr ändern kann. Aber solange es geht, soll man aus sie weg. Wie ist es denn mit der Erotik, Gerhard? Ja, die Erotik gehört dazu, auf alle Fälle. Weil ich küsse ja die Frauen gern. Und wenn ich sie am ganzen Körper küsse, sind das schon 7.863 oder 64 Liebkosungen. Und das ist doch wichtig, oder? Und dann können wir noch weitergehen. Das ist aber sehr poetisch ausgedrückt. Ja, vielleicht bin ich ein versteckter Poet. Dass ich nochmal ein poetisches Jahr anfange, vielleicht. Zeit hätte ich ja, gell? Aber someone for me. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Vermisse der Sonntag wie Montag aus, der Alltag ist überall zu Hause, jeden Tag dasselbe Spiel. Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn und irgendwer weiß den Weg dorthin, wo Liebe wohnt. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil kein Tag ohne Liebe sich lohnt. Hallo, ich bin die Josefa aus der Südoststeiermark und suche auf diesem Weg einen lieben Partner. Sich selbst zu beschreiben ist sehr schwierig. Ich bin ein offener Mensch, ein ehrlicher Mensch, verlässlich. Ich mache gern meine Hobbys, das ist Radfahren, Motorradfahren, Wandern, spazieren gehen. Und da hätte ich halt gern einen Partner, der mit mir diese Dinge einfach macht. Wie oft machen Sie Sport? Ich mache 5-mal in der Woche Sport, so 1,5 bis 2 Stunden. Na servus, wenn ich das so sagen darf. Mir tut's gut. Sie sind ja ein Riesenvorbild. Ja, und ich sage mir, ich bin gesund, das ist mir wichtig. Eben weil ich Bewegung mache. Freuen sich Ihre Ärzte und Ärztinnen? Nicht so sehr. Warum? Weil ich nicht so oft komme. Ach so, ja stimmt. Oh,
bist du frei. Ich habe mit 21 Jahren meinen damaligen Mann kennengelernt. Dann sind wir 27 Jahre verheiratet gewesen. Kinder wollten wir beide nicht. Wie war diese Beziehung? War eine tolle Beziehung, muss ich echt sagen. Also der Mann meines Lebens, habe ich mir gedacht. Also ich war sehr verliebt in ihn. Und es war wirklich der Mann, mit dem ich alt werden wollte. Das hat leider nicht funktioniert. Wie kann man das erklären, dass das dann trotz der Liebe passieren kann? Die Arbeit, jeder hat gearbeitet, die Zeit war dann nicht da. Und dann hat jeder eigentlich seine Dinge gemacht und zusammen haben wir eigentlich wenig gemacht dann. Nach der Scheidung habe ich noch einen Partner kennengelernt, mit dem war ich auch länger zusammen. Aber? Unsere Hobbys waren nicht die gleichen. Was hat er gern gemacht? Bungee-Jumping? Nein, er hat eigentlich sportlich nichts gemacht, das war das Problem. Josefa, ich sehe hier viele Bilder von Katzen. Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der was sehr gern Katzen hat, schon seit 30 Jahren. Momentan habe ich 2 Katzen. Hätten Sie gern einen Mann, der auch Katzen liebt? Das wäre mir ganz wichtig. Wie soll der Mann sein? Ich mag gepflegte Hände, ich mag schöne Schuhe und ein gepflegtes Aussehen überhaupt. Ruhige Männer sind nicht so meins. Ne? Also ich hätte schon gern der was er mag im Leben und auch eine Meinung hat. Welche Männer gefallen Ihnen optisch gut? Er soll so 1,75 bis 1,80 groß sein, schlank bis normal. Ich stehe auf dunkelhaarige, grau ist auch kein Problem. Die meisten in meinem Alter sind jetzt sicher schon grau. Er muss kein Motorradfahrer sein und er muss auch nicht so ein rauer Biker sein. Was meinen Sie jetzt vom Aussehen her, 3-Tages-Bart? Genau, so wie die Motorradfahrer einfach aussehen. Ganz ein normaler Mann. So wie der Schlagerstar Gilbert, so ein Mann würde mir schon gefallen. Aha, ich sehe da eher ein Foto von ihm. Ja, also er hat tolle Lieder und ich sage immer, das Konzerte sind eigentlich toll, war ich schon ein paar Mal und das ist eigentlich ein Mann, so wie ich mir vorstellen könnte. Ist er vergeben? Leider. Leider. Mich drohte zu entgleisen, mein Kopf war nicht mehr auf Empfang. Traf ich dich und du hast mich total entspannt. Mit dir steht die Welt ganz einfach still. Und ich weiß jetzt, was ich bin. Wieder lachen und weinen tausendmal. Mit dir ist das Leben endlich mal. Bis man an. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. Grüß euch, ich bin der Sigi aus dem Tiroler Unterland und freue mich auf eure Zuschriften. Sie wohnen ja hier auf einem richtigen Anwesen. Ja, das war schon ein Kindestraum von mir. Am liebsten hätte ich ein Schloss gehabt, aber Schloss war ein Wahnsinn, nicht? Und jetzt ist es Schloss ähnlich und das passt mir, das ist eigentlich mein Lebenswerk. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual.
individual the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. Sigi, mich starrt ein Murmeltier an. Haben Sie das geschossen? Nein, ich habe in dem Jagdzimmer eine einzige Gams geschossen und mich hat die Jägerei dann nicht mehr interessiert, aber als Dekoration und wollte ich immer ein Jagdzimmer haben. Welche Frauen sollen Ihnen also schreiben, Sigi? Ja, sie sollen vor allem keine Langweilerinnen sein und eine Ausstrahlung haben, weil das ist das, wenn man sie sieht und lacht, also dass es eine Freude ist, in einem Altersbereich zwischen 50 und 65 sein und recht agil, aber ohne weiteres auch ein bisschen älter. Aber das war halt so die Vorstellung. Und sie soll auf alle Fälle nicht zu fest sein, aber auch nicht zu mager. Zwischendurch, also dass sie ein bisschen griffig ist, also dass sie ganz gern hinschaut, wenn sie oben sich auszieht. Und dann habe ich auch frei, dass wir, wenn ich mich wegtreten muss. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. Wie alt sind Sie? Ja, ich muss nachdenken, ich muss halt in die Papiere nachschauen. Aber jetzt fällt es mir wieder ein, 79. Sind Sie ein bisschen eitel oder gar nicht? Jawohl, auf jeden Fall. Also ich lobe mich auch gern selbst. Ich habe immer wieder den Vorwurf von Damen, dass ich dementsprechend ein Ego habe. Und bei mir muss man eher einbremsen, als was, dass man mich loben soll. Wie sind Sie mit Ihrem Aussehen zufrieden? Mit meinem? Ja, also nicht so besonders, aber ich habe jetzt die Spiegel alle kupferfarben, damit man nicht die Falten so gut sieht. Sehr gescheit. Ja. Die Marlene Dietrich hat angeblich im Alter in ihrem Apartment in Paris alle Spiegel verhüllt, damit sie sich nicht mehr sieht. Naja, so weit bin ich noch nicht. Aber das wird auch noch kommen. Welche wichtigen Frauen hat es denn schon in Ihrem Leben gegeben? Ja, zu jungen Jahren war es eine einmal und da habe ich eine Tochter gekriegt. Aber wir haben nicht zusammengepasst und dann hat man versucht, also eine Partnerschaft aufzubauen. Aber in weiterer Folge hat sich das wieder aufgelöst, weil wir einfach nicht zusammengepasst haben. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und das war das beste und das größte Glück, was mir passieren hat können. Sie ist beruflich tüchtig gewesen, ich war tüchtig. Meine Frau ist also schwer erkrankt und ist leider vor einem Jahr verstorben. Ja, es war für meine Frau eine Erlösung, nachdem sie so leiden hat müssen, wie sie gestorben ist. Aber für mich war es natürlich auch eine totale Katastrophe, dass ich plötzlich allein war. Aber ich habe das also verschmerzt und bin vollkommen offen. Darum warte ich jetzt schon hart auf die Sendung und auf die hoffentlich Zuschriften. Da lacht sie wieder. Na klar. Ja, warum wohl? Die Vorfreude, ja. Sigi. Running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Make me feel so young. Hand aufs Herz, wie hat es denn mit der Treue ausgeschaut all die Jahre? Ja, mit der Treue, da habe ich es nicht so genau genommen.
Aber das war, hat auch damit zu tun gehabt, dass ich anscheinend recht gefragt war. Wieso haben Sie denn so viele Möglichkeiten gehabt, ja, glauben Sie? Ja, das war mir selber ein Rätsel, von was, dass die Damen so begeistert sind. Aber ich glaube, also nur deshalb, weil sie gewusst haben, dass sie mich nicht heiraten brauchen. Und wie hat das Ihre Frau gefunden? Ja, das hat sie toleriert, weil die ganzen anderen Vorzüge, die waren so gut, dass sie das also in Kauf genommen hat. Was sind Ihre anderen Vorzüge? Ja, geschäftlich, partnermäßig, tüchtig und verlässlich vor allem. Wie wird es denn in Zukunft mit der Treue ausschauen? Ja, sehr gut. Ja, weil ich mehr Wert jetzt auf Liebe lege als wie auf Sex, weil der Sex einfach nicht mehr so wichtig ist. Aber ich brauche auch Sex, möglichst. Aber nur, wenn beide eine Freude haben. Unlängst hat sich eine Gräfin aus Rom für mich interessiert, mit 59 Jahren. Und der war ja aber zu turbulent und somit hat sich das wieder erledigt. Sie braucht einen ruhigen, nicht einen, wo es so rund geht, als wie bei mir. Ein großes Glück, dass die Gräfin sie nicht wollte, weil jetzt machen sie bei den Liebesgeschichten mit. Ja, das stimmt wirklich. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Hallo, ich bin die Angela aus Wien und bin hier, weil ich auf der Suche nach einer neuen großen Liebe bin. Der neue Mann soll für mich attraktiv sein, begehrenswert und natürlich gepflegt. Also das ist mir auch für sich sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Das ist schon das Um und Auf. Ich bin 70, aber ich hoffe, dass ich für jüngere Männer attraktiv bin. Lachen ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ja, sie einfach gut versteht, über Gott und die Welt redet, stundenlang, tagelang, unter Umständen. Ja. Ja, schreiben kann mir an und für sich ganz Österreich. Ganz Österreich, das gefällt mir, die Formulierung. Ja, ist ein kleines und doch großes Land, würde ich sagen. Nicht? Aber es ist sicher alles möglich. Und man kann ja auch, wenn es wirklich weiter weg ist, einen Sommersitz machen, einen Wintersitz oder was weiß man, wie das Ganze dann eben abläuft. Vielleicht Herbst und Frühling hier, Sommer, Winter in seinem Revier. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ne? Was finden Sie wahnsinnig erotisch? Wahnsinnig erotisch die Augen, einen schönen Po, den ich leider auch nicht so habe. Aber gut, vielleicht wird es noch einmal, was weiß man. Kann sich alles ändern. Oder vielleicht findet der neue Partner meinen Po trotz allem erotisch und schön. Ich habe versucht, meine Figur ein bisschen zu ändern. Etliche Diäten schon hinter mir, begonnen schon mit 17, 18 mit Zitronenwasser. Nur Zitronenwasser, da war ich so weit, dass ich zwar ein bisschen abgenommen habe, aber mein Magen war so kaputt, dass ich dann Püree und Grießkoch essen musste, was auch natürlich nicht sinnvoll ist. Angefangen von berühmte Institute, wo man hingeht zum Abnehmen,
auch erfolgreich, aber wenn man dann aufhört und oder so wie 6 Monate nur Fisch, wobei ich Fisch überhaupt nicht mag und nur gekochten Fisch, also das ist, dann denke ich mir, wozu lebt man? Ein bisschen eine Kulinarik, ein bisschen was Genussvolles muss schon sein. Wie gibt ein Mann einer Frau das Gefühl, dass sie schön ist? Also ein Mann gibt einem das Gefühl, begehrenswert zu sein, auch wenn man stärker ist, auch wenn man nicht die Idealfigur nach dem heutigen Standard hat. Ich denke, indem dass er ihr sagt, dass er sie liebt, dass er sie begehrt, dass er sie mag, dass er zu ihr steht. Das sind, finde ich, die wichtigsten Kriterien. Ich war über 40 Jahre verheiratet, wurde dann überraschenderweise innerhalb eines Monats zur Witwe, was mich sehr geschockt hat, sagen wir so. Und ja, es hat ziemlich lange gedauert, bis man diesen unbewussten Schmerz, ich möchte nicht sagen wegbekommt, ich glaube, wegbekommt man das nie. Anfangs musste ich sogar an die schlechten Tage mich erinnern, weil sonst hätte ich überhaupt nicht ausgehalten. Und darum versuche ich auch jetzt, dass ich auf diesem Wege jemanden finde, der mit mir wieder ja, harmonisch leben kann. Wie war es hier in dem Haus zu bleiben alleine? Wir haben so viele Jahre darauf gespart. Uns auch keinen Urlaub gegönnt, damit wir uns das leisten konnten. Also ich hätte es nicht wirklich hergehen können, ganz ehrlich gesagt. Natürlich erinnert an alles, aber... Ja, man erinnert an das nicht. Es ist egal, ob man da im Haus ist oder woanders ist. Wenn man die Erinnerung hat, hat man die im Herzen und ja. Sind Sie bereit für einen neuen Mann? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Auch wenn man ab und zu so, ja, Tränen kommen, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, möchte ich gerne. Die Sehnsucht nach einem neuen Partner ist sehr groß. Nur alleine beim Fernsehen, sich zusammensetzen, zusammenkuscheln, Hände halten, sonstiges, es fehlt wahnsinnig. Bei welcher Musik werden Sie ganz euphorisch vor Glück, Angela? Also ganz, ganz wunderbar finde ich die Beach Boys. Da hören auch dann die Nachbarn mit, wenn wirklich ein Lied kommt, das ich von denen hauptsächlich liebe. Weil da wird der Radio auf volle Lautstärke gedreht. Also das ist wirklich was, was ich... Also da geht es mir auch gleich viel besser. Egal, wie es mir da geht. Aber wenn ich die höre, dann ist es wirklich ein Traum für mich. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein. Wochenend und Sonnenschein. Grüß euch. Ich bin der Alex aus dem Weinviertel und suche nach der großen Liebe. Also er soll ungefähr so groß sein wie ich und ich bin circa 1,85 Meter. Welche Männer finden Sie besonders sexy, Alex? Ja, also männlich aussehende Typen, eher ein bisschen dunkler, natürlich mit Bart, Brille, ist, ja, kann sein, muss aber nicht. Von der Statur her muss jetzt nicht der Durchtrainierte sein, sondern kann ruhig einen kleinen Wohlstandsbauch haben, so wie es halt zum Mann dazugehört. Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Und wie alt oder jung soll der neue Partner in Ihrem Leben sein? Ja, in etwa wie ich. Also plus minus 5 bis 10 Jahre ist so das Obermaximum.
ich suche nur einen Partner, der mit mir das Leben teilt, der mit mir gern reist, der, wo man viel Zeit miteinander verbringt, wo man gut essen geht, wo man ins Musical, ins Theater oder in die Oper geht, wo man einfach viel unternimmt und viel unterwegs ist. Hinter uns die Lärchen, sie singen genau wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Warum brauchen Sie uns überhaupt? Als schwuler Mann am Land ist es natürlich ein bisschen schwierig, einen Partner zu finden. Da braucht man halt schon gewisse Hilfsmittel, wie zum Beispiel das Online-Dating und verschiedene Online-Dating-Plattformen. Aber auch die haben so ihre Tücken und ihre Schwierigkeiten. Was war denn alles bei diesen Dates los? Der eine hat mir eine ganze Woche Avancen gemacht und mich dann ja, ins Bett bekommen und nur benutzt und quasi nach Hause geschickt. Und wieder ein anderer, mit dem war ich stundenlang spazieren. Aber nur er hat gesprochen und ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen. Und wieder ein anderer, der hat gar nichts gesprochen. Da habe ich natürlich wieder stundenlang reden müssen und wusste schon gar nicht mehr, was wir noch reden sollen. Welche wichtigen Beziehungen gab es bisher in Ihrem Leben? Es gab 3 wichtige Beziehungen in meinem Leben. Das war damals mit 18, hatte ich ein Jahr lang eine Beziehung zu einer Frau. Dann hat es ein paar Jahre nichts gegeben. Dann wurde aber die Sehnsucht nach einem Partner immer größer und ich wusste damals schon, okay, es ist keine Frau mehr, es wird ein Mann sein. Kurz nach meinem Coming-out in der Familie und im Freundeskreis kam es auch zu meinem ersten Mal, also zum ersten Sex mit einem Mann. Und das war natürlich dann so wie ein Feuerwerk, weil es dann für mich endlich soweit war, jetzt weiß ich, was ich will und es hat so richtig gepasst. Ja, und ich hatte dann auch ziemlich bald meine erste längere Beziehung zu einem Mann. Sie hat dann 10 Monate gedauert. Und auseinandergegangen ist es deswegen, weil er eher ein Hallodreh war und ich als eher bodenständiger Typ bin, der sehr pflichtbewusst ist und wenn er am nächsten Tag aufstehen muss, dann doch früher schlafen geht. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal Party mache oder nach Mallorca fliege und dort feiere, sondern wenn am nächsten Tag etwas ansteht, dann bin ich so pflichtbewusst und gehe halt früher schlafen. Wirtshauskind und somit immer in der Familie verwurzelt. Ich wohne auch über dem Wirtshaus. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Und ja, ich liebe das Wirtshausleben. Und deswegen werde ich es auch wahrscheinlich in ein paar Jahren übernehmen können dann von meiner Mutter. Und das sollte der zukünftige Partner natürlich gleich wissen, weil ich möchte das Ganze ja mit ihm starten und auch Familie und Kinder haben. Somit spielt das eine wichtige Rolle. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und in meinem Heimatort auch in der katholischen Kirche engagiert. Ich bin als kleines Kind schon in diesen Glauben hineingewachsen und beschäftige mich jetzt seit vielen Jahren damit. Was machen Sie genau in der Gemeinde? Also ich bin nach wie vor Ministrant, Lektor, Kommunionspender, Wortgottesfeierleiter und auch stellvertretender Vorsitzender vom Pfarrgemeinderat für 4 Pfarren. Ich bin auch in der Pfarrgemeinde überall geortet. Und wie waren die Reaktionen? Die meisten Reaktionen waren sehr positiv. Natürlich weiß ich, dass nicht jeder damit glücklich ist. Und manche hat es wirklich gestört. Aber ich bin dran geblieben, habe viele Gespräche geführt und es durchgefochten. Wie wäre es für Sie, wenn Ihr neuer Partner nicht katholisch ist? Also das ist grundsätzlich für mich kein Problem. Was mir wichtig ist, ist es, dass respektiert wird, was ich mache, weil ich auch respektiere, was er macht. Zum Beispiel stehe ich heute am Sonntag auf und gehe in die Kirche. Und wenn er am Sonntag in der Früh aufsteht und ins Fitnessstudio geht, ist das für mich auch kein Problem. Wochenend und Sonnenschein, nur damit die Rehe bald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein.
ich will einfach in die Arme des anderen fallen, wenn ein Tag einmal nicht so gut gelaufen ist. Das heißt, der neue Mann sollte kräftig sein. In dem Fall ja. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Schönen guten Abend. Mein Name ist Brigitte, ich komme aus dem Flachgau und suche einen netten Mann. Brigitte, in Ihrer Anmeldung haben Sie geschrieben, dass Sie ein verrücktes Huhn sind. Ja, wird zumindest behauptet und manchmal glaube ich selber auch. Wer sagt denn sowas? Ach, meine Freundinnen, die Familie. Ich bin einfach ein bisschen ein verrücktes Huhn. Allein schon von meinen Reisen her ist es so, dass das manchmal etwas absurdere Destinationen dabei sind. Welche Destinationen fallen Ihnen denn da so ein? Mongolei, Nepal, die Seidenstraße, Lappland, Namibia, Island, Irland, Schottland, Südamerika wegen der Pinguine, Türkei auf den Spuren des heiligen Petrus, dann Frankreich, Spanien am Douro, das war eine Flusskreuzfahrt, das war super. Jakobsweg und jetzt glaube ich, gibt es nicht mehr viele Länder. So wenig waren Sie unterwegs, Brigitte? Muss ich da noch schauen? War Witz. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Was finden Sie ganz besonders betörend an einem Mann? Wenn er ausschaut wie George Clooney. Schon wieder? Ja, er schaut einfach so sympathisch aus. Jedes Jahr sagen Frauen, sie wollen George Clooney. Nein, ich will ihn nicht. Nein, ich will ihn nicht. Warum wollen Sie ihn nicht? Der ist schon vergeben. Sowas tut man nicht. Der neue Mann in meinem Leben sollte sehr gepflegt sein. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Aussehen. Naja, eine Kugel würde ich nicht gerne haben wollen. Groß, ob Bart oder nicht, ob Haare oder nicht, finde ich nicht so wichtig. Und noch ein wichtiger Punkt, er soll kulturell interessiert sein. Warum erzählen Sie mir überhaupt nichts von Ihren Männern aus der Vergangenheit? Ich war verheiratet, ich habe 17 Jahre mit dem Herrn zusammengelebt. Er hat mich dann einer anderen wegen verlassen. Es ist nicht so lustig, von heute auf morgen verlassen zu werden wegen einer anderen. Ich hatte die Kinder und die waren mir sehr wichtig und um die habe ich mich gekümmert. Wie alt waren da Ihre Kinder? Mein Sohn war 2 und meine Tochter 12. Da haben Sie sehr viel zu tun gehabt, stelle ich mir vor. Ja, das war nicht ganz einfach, aber ich habe es geschafft, weil meine Kinder sind einfach super. Und es gab dann schon in meinem Leben auch andere Männer. Na, mein glückliches Händchen hat halt auch da manchmal daneben gegriffen. Charmant, aber hallo, Dres. Aber es gab natürlich auch nette Begegnungen. Musik.
dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Also mein Partner muss kein Schönling sein und er muss auch keinen Sportwagen haben, weil da komme ich schlecht hinein und schon gar nicht mehr wieder raus. Dance me to the end of love. Liebesgeschichten sind meistens nicht wahr. Doch wenn sie wahr sind, sind sie wunderbar. Dann mischt das Schicksal selber die Karten und fiebernd muss man auf die Fortsetzung warten. Kriegt er sie oder kriegt er sie nicht? Geht es gut aus oder müssen die zwei verzichten? Liebesgeschichten berauschen wie Wein, die schreibt das Leben.